Was ist eigentlich die Essenz von Bitcoin? Was hat Satoshi Nakamoto dazu bewogen, dieses Ding in die Welt zu setzen? Was ist die Grundidee dahinter? Wir kennen alle viele verschiedene Stories zu Bitcoin. Es ist ein Asset, es ist ein Netzwerk. Ich kann damit Werte speichern. Ich kann es einsetzen, um erneuerbare Energien auszubauen. Diese Stories ändern sich und Kritiker, die machen sich oft auch daran fest, dass sich diese Stories ändern. Das heißt, wir müssen eigentlich mal zur Quelle zurückgehen, zu dem Mann oder der Frau oder dem Kollektiv, der die das Bitcoin erfunden haben. Wir stehen an der Schwelle einer ganz neuen Phase der Bitcoin-Adoption. Viele, viele Menschen, wahrscheinlich viele Millionen Menschen werden in den nächsten Wochen und Monaten neu zu Bitcoin stoßen. Die Wall Street ist da und die wird auch nicht wieder verschwinden. Aber egal, ob ihr jetzt schon seit vielen Jahren dabei seid oder gerade erst Bitcoin in Google eingegeben habt und hoffentlich bei diesem Video gelandet seid, ihr müsst euch daran erinnern, dass die Geschichten, die ihr hört, von mir und auch von den Bitcoinern und von den Leuten, die gegen Bitcoin sind, sind meistens nur Geschichten. Ultimativ bleibt euch nur die Möglichkeit, euch euer eigenes Bild zu machen von dem, was Bitcoin ist. Und da müssen wir eben zurückgehen zu dem, was Bitcoin sein sollte. Erster Hinweis steht schon im White Paper ganz oben, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Zerpflücken wir das mal kurz. Was heißt Peer-to-Peer? Ganz einfach. Peer-to-Peer bedeutet, dass ein Mensch mit einem anderen Menschen oder eine Entität mit einer anderen Entität ohne einen Umweg eine Transaktion durchführen kann. Wir kennen das aus dem Internet, grundsätzlich Peer-to-Peer-File-Sharing zum Beispiel. Electronic, das kann man leicht überlesen, weil da wissen wir alle, was das heißt, aber es ist wichtig. Bedeutet, es ist ohne physikalischen Mantel. Electronic. Bitcoin funktioniert digital und ohne körperliche Form, wenn man so will. Ja, und dann Cash System. Was ist Cash? Cash kennen wir alle als Bargeld aus unserer Hosentasche. Wichtig ist, dass Bargeld im Gegensatz zu Buchgeld, also im Gegensatz zu digitalem Geld auf eurem Konto, ein bereits erfülltes Versprechen ist. Was meine ich damit? Geld, das auf eurem Konto liegt, unter Anführungszeichen, ist in Wahrheit nur eine Schulterbank an euch. Wenn ihr das Bargeld bereits in der Hosentasche habt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass dieses Geld sozusagen unter eurer Kontrolle ist. Was die Verwendung betrifft, nicht was den Wert betrifft. Und das ist einer der wichtigen Punkte bei Bitcoin. Bitcoin nimmt auch die Gefahr der Inflationierung durch eine Notenbank oder andere Entitäten aus dem Spiel. Eine der ganz, ganz großen Innovationen von Bitcoin. Ich muss mir echt angewöhnen, langsamer zu gehen, wenn ich dabei rede. Das ist ganz schön anstrengend. Was Satoshi Nakamoto gelungen ist, ist die Kombination von zwei philosophischen Ansätzen zu einer, wie ich meine, revolutionären Technologie. Einerseits die sogenannten Cypherpunks. Das sind Hacker und Computerexperten, die bereits in den 70er, 80er und 90er Jahren weit in die Zukunft gedacht haben, welche Chancen und Gefahren Computer bringen könnten und da sehr schnell auf die Idee eines elektronischen Geldes gestoßen sind. Sowohl als Chance, man kann die ganze Welt vernetzen über ein Werteprotokoll und als Gefahr, falls nämlich dies nicht frei und open source passiert, sondern zentralisiert durch Staaten oder Konzerne bzw. Banken. Und andererseits Austrian Economics, also das, was vor über 100 Jahren hier im schönen Wien entstanden ist. Eine philosophische, wissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche Denkschule, die ganz anders ist als das, was ihr aus den Medien, auf den normalen Universitäten oder von den Notenbanken kennt. Weil das, was ihr kennt oder was für uns als Wirtschaftswissenschaften verkauft wird, meistens eben nur den Staat als Akteur in den Mittelpunkt stellt und nicht die Menschen. Also nein, Bitcoin ist nicht das erste, sondern es gab viele Anläufe für elektronisches Geld im Sinne auch der Cypherpunks, aber die haben oft den Fehler gemacht, dass es ihnen vor allem um die Wahrung der Privatsphäre ging. Die Cypherpunks sagen, Privatsphäre ist im digitalen Raum eines der wichtigsten Menschenrechte und die Privatsphäre gilt es zu schützen. Ihr Ansatz ist aber nicht, beim Staat und bei der Politik darum betteln zu gehen, die Privatsphäre zu schützen, sondern Tools zu entwickeln, um die Privatsphäre zu schützen, Fakten zu schaffen. Ein Ansatz, den ich persönlich wahnsinnig gut finde. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass diese Computer-Nerds, sage ich jetzt mal liebevoll, nicht wahnsinnig viel Zeit damit verbracht haben, sich darüber Gedanken zu machen, wie denn so ein System ökonomisch funktionieren kann.
Und deswegen haben sie es nicht auf die Reihe gebracht. Es hat nicht wirklich funktioniert. Entweder sie haben es zentralisiert gelöst, dann war es angreifbar, oder sie haben es technisch nicht geschafft, es dezentral zu lösen, weil keine Anreize da waren, für die Menschen daran teilzunehmen. Bitcoin hat diese Anreize der Dezentralität und die Dezentralität zu erhalten durch das Mining und vor allem durch die Implementierung von Austrian Economics. Die Knappheit von Bitcoin und die Tatsache, dass Bitcoin nicht nur ein Bezahlungssystem, Electronic Cash ist, sondern eben auch ein Asset, in das ich investieren kann, ist gleich doppelt Austrian Economics. Satoshi Nakamoto, und das ist ganz, ganz wichtig, hat verstanden, dass ein Geldsystem nur dann funktionieren kann, wenn die Menschen es auch nutzen wollen, also auch ihr Geld reinstecken wollen. Das heißt, es muss irgendwo mal anfangen, einen Wert zu entwickeln. Und dann muss es den Wert erstmal entwickeln. Das heißt, es muss als Wertspeicher etabliert sein, bevor es als Zahlungswährung oder sogar Abrechnungswährung eingesetzt wird. Oft reden wir heute davon, dass Bitcoin ein Spekulationsobjekt ist. Und das wird es auch noch lange bleiben. Diese Rolle als Spekulationsobjekt ist nichts anderes als der Aufstieg einer bisher nicht dagewesenen Geldform. Und das ist einzigartig, das hat es tatsächlich noch nie gegeben in der Geschichte, seit ja im Grunde Gold monetisiert wurde. Und das hat so lange gedauert, da konnten wir nicht dabei zuschauen. Wir sind also jetzt in der absolut luxuriösen Situation, uns das aus der nächsten Nähe ansehen zu können. Und weil es uns ja heute um die Essenz, um die Idee hinter Bitcoin geht, sehen wir uns mal zwei Zitate von Satoshi Nakamoto an. Er hat ganz klar gesagt, dass das Problem mit klassischen Währungen, also Euro, Dollar und ihren Vorgängern, das ist, dass das Vertrauen der Menschen in die Notenbanken, in die zentralen Entitäten, die diese Währungen herausgeben, immer wieder missbraucht wird. Das ist Punkt 1. Und Satoshi hat auch Bezug genommen auf die Vorstellung, dass Bitcoin ja nur eine von vielen Anläufen wäre oder dass es gar nicht möglich sei, ein elektronisches Geld außerhalb der staatlichen Systeme zu etablieren. Und er sagt, dass das eben nur daran gescheitert ist, dass da auch versucht wurde, über zentrale Stellen zu organisieren. Was mir daran so taugt, was ich daran so faszinierend finde, ist, dass, wenn wir es durchdenken, die Rolle von Bitcoin als Investmentgut, die Wertsteigerungsrolle von Bitcoin, dem Asset, man kann nämlich unterscheiden zwischen Bitcoin, dem Netzwerk, und Bitcoin, dem Asset, auch wenn das natürlich nicht ganz einfach ist. Also, dass diese Rolle eigentlich nur ein Nebeneffekt, ein Mittel zum Zweck ist, um dieses weltweite Peer-to-Peer-Cash-System zu etablieren. Ich habe das schon in einem meiner früheren Videos gesagt und ich werde es vielleicht noch oft sagen. Das wahre Wunder bei Bitcoin ist, dass es funktioniert und existiert. Denn wir stellen uns das immer so leicht vor, aber Geldsysteme entstehen nicht am Reißbrett, Geldsysteme entstehen nicht mal bei großen Konferenzen, Geldsysteme entstehen dadurch, dass die Menschen sie akzeptieren. Und das Geldsystem, das wir heute haben, das hat auch viele, viele Anläufe und viele, viele Jahrhunderte gebraucht, bis es so akzeptiert war, wie es ist. Und es kracht an allen Ecken und Enden. Wir schlittern im Grunde von einer Krise zur anderen und nennen das Normalität. Ähnlich wie Geld müssen sich auch Binsenweisheiten und Sprichwörter und Zitate über die Jahrhunderte bestätigen und am Markt immer wieder prüfen lassen, damit sie sich durchsetzen. Und wenn wir zum Beispiel sagen, dass Macht korrumpiert und totale Macht total korrumpiert, dann wissen wir alle, das stimmt so. Naja, und heute haben wir ein System, in dem die totale Macht über das Geld, eine der wichtigsten Institutionen unserer gesamten Öffentlichkeit, in den Händen ganz, ganz weniger liegt. Das ist der Kern des Problems, der Satoshi Nakamoto in meinen Augen, und das ist natürlich alles wieder nur meine Interpretation, aber ich habe euch die Daten und die Fakten so mal hingelegt, dass ihr sie überprüfen könnt. Das ist es, was Satoshi Nakamoto angestrebt hat. Ein Geld, das nicht korrumpierbar ist und daher viel mehr Menschen eine faire Teilhabe am Wirtschaftsleben ermöglicht, als wir es bis jetzt haben. Und ganz viele von den Dingen, über die wir bei Bitcoin sprechen, das Asset, die Wertsteigerung, das Mining, die ökonomischen Anreize, ganz vieles von dem ist tatsächlich nur Mittel zum Zweck, um dieses Ziel eines funktionierenden dezentralen Netzwerks zu erreichen. Natürlich bei denen, die Bitcoin schon länger adoptiert haben, in ihr Herz geschlossen haben, möchte man schon fast sagen, bei denen lassen sich auch im Alltag, im Wirtschaftsleben, im Charakter sogar Veränderungen beobachten, in den Einstellungen, in der Art und Weise, wie sie ihr Leben angehen. Das hat damit zu tun, dass für sie das Geld jetzt eben nicht mehr korrumpierbar ist und das sehen sie als gewaltigen Vorteil. Und alle diese Menschen,
99,9% sind reingerutscht, weil sie sich gedacht haben, der Preis geht rauf, da hätte ich auch gerne ein Stück. Das heißt, eines der Mittel zum Zweck, um Bitcoin zu adoptieren, ist auch die Preisadoption. Deswegen ist über den Preis zu reden zwar oft verpönt und auch zu Recht, weil natürlich viel Schindluder getrieben wird, aber gleichzeitig auch nicht ganz so unwichtig. Es gibt auch dieses Zitat, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, von wem es kommt. Ich habe das mal gelesen und es ist mir hängen geblieben. Er hat gesagt, Bitcoin ist eine Revolution, die ihren Erfolg dadurch garantiert, dass man die Revolutionäre unbestechbar macht. Und uns muss schon auch klar sein, auf welcher zeitlichen Ebene diese Revolution stattfindet. Wir reden hier von einer Innovation im Geldsystem, wie es sie seit mindestens 400 Jahren nicht gegeben hat. Ich gehe da zurück zur Gründung der Bank of Amsterdam, also der ersten Vorläuferbank einer modernen, unter Anführungszeichen, Zentralbank. Damals wurde das Problem im Geldsystem, also das Chaos verschiedener existierender Währungs- und Geldsorten, durch die Zentralisierung, durch den Staat gelöst. Und wenn man sich dieser extrem langen Timeline bewusst ist, dann wird auch klar, warum so wenige Menschen A, Bitcoin bereits einigermaßen unter Anführungszeichen verstanden haben und warum so viele Institutionen und Politiker und Ökonomen und Medien im sogenannten Mainstream oder im Zentrum oder die im jetzigen System gut aufgehoben sind, warum die so große Probleme haben dabei, nicht nur Bitcoin zu verstehen, sondern überhaupt von seiner Existenz zu akzeptieren. Die Essenz von Bitcoin ist, das wiederholen wir oft, die Loslösung vom Staat und Geld. Und das ist ein interessanter Punkt, ein interessantes Bild. Und die Bezüge, die Satoshi Nakamoto durch die Wahl der Daten, an denen er Bitcoin auch gelauncht hat, 31. Oktober, Reformationstag, ist der Tag des White Papers, 3. Januar, Start des Genesis-Block, das Jahr der Blockchain, war der Tag, an dem Martin Luther von der Kirche ausgeschlossen wurde. Ja, er hat darauf Bezug genommen. Aber auch das ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Es geht nicht darum, dem Staat das Geld wegzunehmen. Es geht darum, ein altes Problem einfach besser zu lösen, digital zu lösen und für alle Menschen gleichzeitig zu lösen. Das Potenzial dieser Idee ist dermaßen groß, dass einem die Augen dabei übergehen, wenn man es positiv betrachtet. Und wenn man es negativ betrachtet, naja, dann kann man eben nur sehen, dass die Dinge, die man bis vor 15 Jahren für garantiert gehalten hat, jetzt von einer wachsenden Menge an Menschen hinterfragt werden. Und das Interessante bei Bitcoin ist eben, dass es von den Menschen adoptiert werden kann, egal was irgendwer sagt. Das ist dann wieder die Cypherpunk-Geschichte, also die Geschichte, dass man einfach mal tut, dass man Fakten schafft und Tools schafft und damit die Welt verändert. Ich habe vor 3 oder 4 Jahren versucht, diese Story in einem langen Vortrag beim Vorstand einer ganz, ganz großen österreichischen Bank zu erklären. Und dabei bin ich ein bisschen auf Granit gestoßen. Am Schluss hat der Bankchef gemeint, also so ein flammendes Plädoyer für ein Asset hat er noch nie gehört. Aus der Sicht dieses Bankchefs gibt es Hunderte, Tausende, Millionen von Assets und Bitcoin ist halt jetzt eines davon, das akzeptiert er, aber es ist ihm halt auch ein bisschen egal. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen rüberbringen können, warum es eben viel mehr ist als ein Asset. Ja, Bitcoin ist ein Asset, aber Bitcoin nur als investierbares Asset zu betrachten, ist so wie zu sagen, das Internet ist ein digitaler Briefkasten. Ja, das ist es schon auch. Und am Anfang wurde es uns auch so erklärt. Ich kann mich noch gut erinnern. Am Anfang hat man gesagt, ja, was ist das Internet? Da kann ich dann E-Mails schicken. Ja, warum soll ich E-Mails schicken? Ich kann ja auch anrufen. Oder warum soll ich Dateien schicken? Oder warum soll ich Nachrichten schicken? Ich kann ja auch Radio hören. Ne? Diese Unfähigkeit, uns neue Technologien vorzustellen, ja, das kann niemand was dafür. Aber sie hängt auch irgendwo zusammen mit unserem heutigen ökonomischen System, in dem auch das Nicht-Gesehene, also das, was die Nebeneffekte der ökonomischen Entscheidungen, die wir nicht bedenken oder gar nicht sehen, auch nicht beachtet werden. Und bei Bitcoin ist es ganz genauso wie bei jeder neuen Technologie. Auch am Anfang des Internets konnten die nicht-gesehenen Konsequenzen eben nicht gesehen werden. Niemand konnte sich 1999 hinsetzen und sagen, so und so und so ist es. Es gibt ein paar ganz faszinierende Prognosen, die heute als visionär gelten, aber die haben damals auch nicht gewusst, ob sie recht haben werden. Und wenn ihr euch jetzt gerade neu für Bitcoin interessiert und immer noch da seid und mich nicht für vollkommen verrückt haltet, dann nehmt euch das bitte zu Herzen. Ja, es geht schon irgendwo darum,
sein Geld zu investieren. Das ist der erste Schritt. Oft wirft Bitcoin aber die Menschen wieder ab mit seiner berühmten Volatilität, also den Zuckungen herauf und runter. Und vor allem die Menschen, die eben nicht sich die Zeit genommen haben, wirklich darüber nachzudenken, was sie da eigentlich tun, in welche Form der Technologie sie investieren. Man kann sogar sagen, auch diesen Vergleich habe ich schon gehört, es ist wie, als könnte man eben ins Internet selbst investieren, 1999. Naja, überlegt euch mal, ob ihr das gemacht hättet. Not financial advice natürlich. Und im Nachhinein sind wir alle schlauer. Aber jetzt gibt es Bitcoin seit 15 Jahren. Jetzt gibt es Bitcoin-ETFs, die diese Rolle des Investments natürlich nochmal herauskehren werden. Und wahrscheinlich die Rolle von Bitcoin, der Idee, der Essenz, ein bisschen runterspielen werden, weil die wollen ja einfach nur Kohle machen. Ne? Also das ist einfach eine neue Phase. Und die Phase, in der Bitcoin missverstanden wird und aufgebaut wird und sich etablieren muss, die wird noch verdammt lange dauern. Ich freue mich, dass ich mit euch dabei bin. Ich freue mich über eure Kommentare. Seid ihr zum Beispiel mehrmals bei Bitcoin aufgeschlagen oder habt ihr es gleich verstanden? Lasst mir ein Like da, schickt es weiter an eure Freunde. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.